Moin Moin und willkommen zurück bei Clash of Clans, bei den Wölkchen, und ich muss euch mal ganz kurz ablegen. So geht das nicht. So, der Wochenendkrieg ist gewonnen worden, eindeutig. War auch relativ abzusehen, weil der Gegner irgendwie ganz komisch aufgestellt war. Ja, kann man nur sagen, gut gemacht. Aber der Gegner hat sich auch ja, selbst total scheiße verhalten, und wenn ich überlege, 34 Angriffe von 50, das ist ja auch wieder irgendwas nicht so, wie ich es gerne hätte. Was ist denn da los? Oben ist natürlich, okay, Bilon konnte nicht. Der Bugs ist, ich weiß auch nicht, warum er gegangen ist, mir egal. Gamer hat nicht angegriffen, Player Jenny hat nicht angegriffen. Und Halil, muss ich mir merken. Nicht gut. Ich warte immer noch auf eine Person, wobei es so, dass ich den großen Krieg endlich mal starten kann. Den großen Quatsch, den Zehner, weil uns fehlen nur noch 130 Punkte zum Clanaufstieg. Okay, beim Zehner, dann würden wir, glaube ich, maximal 120 kriegen, wenn ich mich nicht irre. Oh, Moment, da. Das sieht man doch hier bestimmt. Nee, man würde, glaube ich, sogar 130 kriegen. Tatsache. Bei einem Sieg würden wir Clan Level 8 werden. 6. Bin ich denn heute total verbrezt? Naja. Ja, bei meiner Base selber, das ist der letzte Magierturm, den habe ich heute gestartet, und jetzt spare ich schon wieder Elixier. Was mich zurzeit aber echt ein bisschen ankotzt, ist, dass, glaube ich, manche denken, dass ich wirklich 24 Stunden in diesem Spiel rumhocke. Ihr habt mitbekommen, dass ich nicht so viel spiele zurzeit. Und immer dieses Gemecker und Gejaule und sowieso. Und dann gibt es manche, die sich überhaupt nicht engagieren. Dann gibt es welche, die sich übertrieben engagieren. Es ist zurzeit echt... Weiß nicht, irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Und, naja, Reaktionen auf Videos indirekt gibt es auch kaum. Beziehungsweise so oft, dass die Taktiken dann einfach nicht eingehalten werden oder halt, was wir so vorgeben. Wird nicht drauf geachtet, wird ignoriert. Und ganz ehrlich, wenn die Videos auch nicht geschaut werden, beziehungsweise nicht drauf eingegangen wird oder reagiert wird, dann brauche ich auch keine Videos machen. Da kann ich die Zeit auch gerne in ein anderes Spiel hineinversetzen. Ja, die Spenden, das ist jetzt natürlich, weil das hat sich heute resettet, die Liga. Das hat sich alles wieder auf runter. Aber, ja, irgendwie manche engagieren sich so kein bisschen. Und mein Magen knurrt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ah. Ja, was machen wir denn jetzt? Truppen sind eigentlich noch in der Ausbildung. Aber wir werden einfach mal hier, mal wieder, nur Scheiße bauen und uns einfach nur den Stern sammeln. Ist mir Schnuppe, ihr wisst es ja. Der Spaßangriff. Mal kurz gucken, was denn so ist. Aha, das wird wehtun. Okay, das wird richtig in der Buchse gehen, egal. Zack. Bin eh gefrustet, also kann ich das auch mal machen. So, da haben wir den Stern. Zack, zack, mal gucken, ob wir noch vielleicht noch irgendwas. Hoppala, Königin. Irgendwas uns schnappen können. An Loot, beziehungsweise da unten rein noch ein bisschen dunkel ist. Königshünden. Oh, hey, wir haben wieder eine Artillerie zerstört. Das ist doch auch schon mal ein Erfolg, sag ich mal. Gibt es ja auch Juwelen für. Wenn die Königin sich mal zum dunklen Elixier umdrehen würde, ne? Das wäre echt vorzüglich. Schnuckelputz. Nicht das Elixier, das interessiert mich gerade nicht. Oder doch, schon, eigentlich schon. Naja. Na, okay, jetzt geht jemand ans Dunkle. Dann, oh, da wird der Minenwerfer raufballern. Kriegen noch ein bisschen was ab. Königin ist gleich down. Ja, okay, Gegner hat ein Schild bekommen. Wir haben unseren Stern und... Na, naja. Einigermaßen angenehm Loot. Für den Schwachsinn. Ach ja, wie gesagt, irgendwie ist der Zeit hier echt immer länger, immer öfter der Wurm drin. Ich weiß es nicht. Bin deprimiert, bin traurig. Als der Cloud noch da war, das war lustig. Der hat sich immer noch mehr aufgeregt. Ich frage mich auch, ob manche überhaupt derzeit wieder vorankommen. Ich muss echt jetzt diesen Monat, Ende des Monats, werde ich auf das Spendenverhältnis schauen. Okay, die Kleinen können nicht so viel spenden. Aber man kann ja auch mal gucken, wenn man jetzt so drückt, Profil.
hat die Person angegriffen. Wenn ich sowas sehen würde, jetzt ist es ja okay, ist ja alles resettet worden, aber wenn ich sowas am Ende des Monats sehe, dann fliegen die Leute. Dann fliegen die Leute hochkant raus, weil so inaktives brauchen wir nicht. Oh, jetzt ist Lucci da. Ja, den hatte ich doch schon. Moment. Meine Güte. Leute, ihr kriegt auch nichts mit. Finde ich auch immer geil, wenn man was im Chat erzählt oder irgendwas sagt. Irgendwie ein paar Stunden später ist aber noch irgendwie da unten wahrscheinlich so hier im Chat ist, wird das gleiche nochmal gefragt oder sonst was. Naja. Na gut, das soll es für die Folge heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh. Macht's gut.